Ja, mein Name ist Willi Schlöder, stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Eifelkreises Bitburg-Bonn. Wir sind heute Mittag, ich sag mal kurz nach Mittag, hat es angefangen, dass wir nach den starken Regenfällen, die dann begonnen hatten, auch die ersten Einsätze bekommen haben. Es fing an in der Verbandsgemeinde Brüm, also im nördlichen Teil des Eifelkreises. Und bedingt durch die Wassermassen der Nims, der Brüm, waren hier die ersten Einsätze, wo vollgelaufene Keller waren, überflutete Straßen. Und wir haben zurzeit oder bis jetzt so mehr als 50 Einsätze schon gehabt. Ich denke, wir werden mittlerweile bei bis zu 80 Einsätze haben, weil es kommen immer welche dazu. Und das geht so weiter. Und es wird, wie gesagt, heute Abend bis heute Nacht noch mehr erwartet, noch mehr Regenfälle, sodass die Flusspegel sehr stark ansteigen. Die Nims ist, war meine letzte Information, in einer halben Stunde um 40 Zentimeter gestiegen, was also ganz enorm ist. Und wenn das so weitergeht, dann kann man sich ausmalen, was noch alles überflutet wird. Ja, man kann es vielleicht in einem Satz zusammenfassen. Wir haben Land unter, das kann man so sagen. Der ganze Eifelkreis ist betroffen. Überall stehen die Orte unter Wasser. Keller sind vollgelaufen, Straßen sind zu. Wir haben wahnsinnig viele Straßensperrungen. Die ganzen Brücken über die Brüm sind mittlerweile gesperrt. In Schönecken war nicht nur die Feuerwehr tätig. Wir hatten diese Meldung bekommen, dass der Ort mehr oder weniger unter Wasser steht. Der Pegel der Nims so stark angestiegen ist, dass Menschen eingeschlossen waren in Häusern. Wir hatten sogar die Strömungsretter des DLRG dorthin in den Einsatz geschickt, die dann doch die Menschen gerettet haben. Das war also so ein Schwerpunkt, das war auch in Brüm, wo auch also Menschen gerettet werden mussten aus ihren Häusern. Und das ist eigentlich das, was wir auch jetzt priorisieren, die Menschenrettung. Das ist einfach, jetzt, es gibt so viele Einsätze. Wir sind vom Personal her, man kann sagen, mit rund 1000 Kräften im Einsatz. Wir haben jetzt auch von außerhalb Kräfte angefordert, weil wir einfach keine mehr haben. Sogar aus dem Saarland sind jetzt Kräfte unterwegs, die vornehmlich vom THW, die uns unterstützen, auch mit einer Sandsackfüllanlage. Wir sind permanent am Abfüllen an mehreren Standorten und ständig am Ausliefern. Ja, das ist im Moment so der Sachstand.